Oh, oh, meine Kinder! Schau das an, mich! Oi, 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 oi. Aber was ja interessant ist, von mir gibt es nur eine. Ich will ja nicht jammern, aber ich habe nur eine und du hast... Nein, zwei. Welches gefällt dir besser von denen? In den mittelalterlichen Paradies spielen am 24.12. und davon hatten wir es gestern schon, nutzte man den Tannenbaum als Paradiesbaum mit Äpfeln. In der Paradieserzählung der Bibel verleitete eine Schlange Eva und Adam dazu, entgegen der Weisung Gottes von der verbotenen Frucht des Baums der Erkenntnis, meist als Apfel dargestellt, zu essen. Und dieser Ungehorsam, die trennte Adam und Eva von Gott und deswegen schämten sie sich und versteckten sich vor ihm. Ja, dieses Versteckspiel hat bis heute nicht aufgehört. Wir machen was falsch, wir denken dann, Gott sieht es nicht, Gott weiß nicht und auch keine Notiz. Und der Grund ist eben Schamgefühl, ich bin nicht gut genug. Und dann distanziert man sich von Mensch, aber leider auch zu Gott. Und der Apfel, also der Weihnachtsschmuck, eigentlich erinnert uns daran, dass Jesus genau für unsere Sünden auf die Welt kam und sie wegtrug. Und Jesus steht da mit ausgestreckten Armen und sagt, komm zu mir und du musst nicht mehr in deinem Schamgefühl leben. Ja, auch wenn man selber nie singt, doch einmal im Jahr macht man es irgendwie doch. Nämlich jetzt an Weihnachten. Und warum das eine langjährige Tradition ist, Morgen!